Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf meinem Kanal. Und zwar diesmal mit Slime Rancher. Wir machen eine Slime Ranch. Eine Ranch. In Pink. Mit Slimes. In Grün, Blau, Pink. Und Lava und... ja. Was ist Slime Rancher? Derzeit noch nicht verfügbar, auch eine ganz frühe Version hier, habe ich selber bei Paul Cerreras Jr. gesehen auf seinem Kanal, so mein Let's Player für neue Indie-Ideen. Und da habe ich doch einfach mal den Entwickler angeschrieben, von Monomi Park. Und der liebe Nick, greetings guys, thank you for the ability to play your game, hat mir dort eine Version geschickt, beziehungsweise einen Link zu einer Version, die so ganz früh ist, so ein Prototype nennen die das Ganze. Aber ich finde, das ist schon ziemlich fertig, dieses Spiel. Und ich zeige euch einfach mal, um was es in Slime Rancher geht. Wir müssen nämlich Slime anbauen, farmen, wie sagt man das? Züchten, so kann man es nennen, ja. Es gibt ein umfangreiches Menü. Das ist auch von, wenn man überlegt, dass es eine ganz frühe Version ist. Recht ungewöhnlich. Aber es gibt doch einiges einzustellen. Audio, Master und die Game-Einstellung kann man machen. Wir können ein GIF recorden. Wir können einen Screenshot machen. Ist ja auch schon mal wichtig. Ja. Auf jeden Fall können wir einiges schon tun. Was so manches Spiel, wenn es fertig ist, noch nicht mal bietet. Ich zeige euch einfach nur das Spiel. Ich habe selber noch nicht besonders viel Ahnung. Und ich habe hier so einen kleinen Test gemacht und wir machen ein New Game. Das nennen wir LP Test Play. Loading. Da sind wir. Wir sind im Spiel. So, jetzt haben wir auch den Fokus vom Spiel. Ich will mal ganz kurz Sachen machen. Das wollte ich zumachen. So, nur die Mail aufgehabt noch. Nicht, dass hier gleich eine Mail reinkommt. Ja, wir sind auf unserer Ranch. Hold Shift to Sprint. Jump. Dup. Okay, also wir können springen. Wir haben eine Kanone, mit der wir Sachen einsaugen können. Wir haben auch ein Haus. Können wir mal reingehen? Können wir Mails lesen? Und welcome to the far, far ranch. Okay, wir können schlafen, bis es Tag ist. Your work pack can whack things up and store. Also, rechte Maustaste, um zum Beispiel einen Schleim einzusammeln. Jetzt wundert dich, was macht Minias hier mit so einem Spiegel? Das ist doch affig, oder? Nee, ich find's gut. Mich hat das irgendwie angemacht. Ich mag diesen Grafikstil, sondern mich so ein bisschen an Skysaga, aber nur im Entferntesten. So, jump. Komm mal mit. So, da haben wir schon was anderes eingesammelt, und zwar Pink Plurt. Das ist sowas wie Häufchen. Also, ne? Jetzt haben wir hier eine Ranch, die ist schon vorgegeben. Hier können wir die Wände erweitern, eine Musikbox reinmachen, ein Solarschild reinmachen und Demolish können wir machen. Und das ist eine Ranch oder beziehungsweise ein Käfig. Gell, Jungs, ein Käfig? Uiui. Für die Slime. Die können halt hier nicht durch. Wir können durch, sie können nicht durch. Ich kann die dann so reinballern. Irgendwo geht es hier hinten noch raus. Zeige ich euch mal. Jump. Ein Quietschibunti spielen. Wenn ihr sagt, was soll das? Ich weiß nicht. Mich macht's an. So. Ich sammle nochmal ein paar Slimes. Na komm. So. Und hier sind noch ein paar Möhren gewesen. Hier gibt's nämlich auch noch was zu essen. Man kann nämlich die Slime... die Slimes dann füttern. Ich zeige euch das einfach mal. Es gibt hier diverses Gemüse zu entdecken. Schießt man die erstmal hier rein. So, jetzt können wir die füttern. Eine Carrot. Und? Blub. Jetzt haben wir noch so Puh hier oben gekriegt mit dem mit den Exkrementen dieser Slimes. Da steht es auch nochmal, Food like fruits, veggies and chickens are used for feed slimes. Try shooting food at pink slime, they'll eat anything. Also, wir können halt die füttern, das haben wir eben gemacht. Und dann können wir den Puh hier, links unten seht ihr diese Währung, dieses umgedrehte U, 271. Und boah, da können wir uns irgendwie Sachen verkaufen, so genau weiß ich auch noch nicht. Was ist das hier? Hier ist irgendwie ein Slimepedia. Wir können hier uns durchlesen, was es alles gibt. Und können mit diesen
Mit dieser Währung können wir uns Sachen freischalten. Und zwar hier in diesen vorgefertigten Ranges. Jetzt sagen wir, machen wir einen Garden. Nothing beats the taste of food grown in your own backyard. Stimmt, also, es gibt nichts Besseres, als hier Sachen einzupflanzen. Ich probiere das jetzt mal hier. So, da haben wir einen Beerenbaum gepflanzt. Wir haben praktisch die Frucht aufgenommen und haben dann Sachen aufgepflanzt. Eingepflanzt. So, wir gehen noch mal ein bisschen Sachen suchen. Wir brauchen nämlich Möhren, um die Viecher zu füttern. Wir haben ja auch Mini-Chickens. Wir haben mal einen Chicado. Erinnert mich so ein bisschen an Chocobo. Mit der, ne? So, haben wir noch einen. Und einen Chicken. Wir können auch eine Hühnchenfarm machen. Dazu brauchen wir aber erstmal mehr Punkte. Wir können die auch verfüttern. Ich verfütter jetzt einfach mal so ein Hähnchen. Ne, die ganz kleinen fressen die nicht, genau. Oh, jetzt habe ich sie eingesammelt. So, sorry Jungs. Wir können jetzt eine Henne hier verfüttern, die so ein bisschen nach außen schielt. Ah, da. Na, ich wollte euch doch nicht einsammeln. So, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeug. Ich bin mir nicht sicher, was wo eingepflanzt werden kann und wie das genau funktioniert. Hier können wir auf jeden Fall weiter. Wenn wir hier 950 Geld reinhauen, Währungseinheiten. Blurred Market, da rechts hat das auch nochmal erklärt. Dort können wir die... Da oben ist was. Da können wir noch Stuff einsammeln. Okay, wir gucken mal. Hier gibt es noch ganz viele Slimes. Problem ist, die Wand ist nicht besonders hoch. Ne? Es gibt auch verschiedenartige Slimes. Oh, hier gibt es noch... Hier gibt es noch Möhren. Die bräuchten wir, um zu füttern. Die Wand ist nicht besonders hoch und diese Slimes sind nicht gerade dumm. Die werden sich nämlich übereinander stapeln und dann aus dem Slime-Gefängnis ausbrechen. Oder beziehungsweise aus dieser Kammer dort. Deswegen kann man das ja auch noch erweitern. Da, seht ihr das? Die bauen Türmchen. Jetzt zu dritt. Da müssen wir halt aufpassen, die wollen da raus. So. Brauche jetzt aber noch mehr. Wir gucken erstmal, ob wir da oben noch was anpflanzen können. Okay. Das ist anscheinend dieser eine Baum. Ist natürlich jetzt sehr teuer. 250 für einen weiteren Garten. Ein Coop. Da können wir die Chickens drin züchten. Nur wir haben noch nicht so viel Kohle. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Früchte verwenden, um... So. Okay. So, und die Slimes machen wir wieder rein. Achso, einer noch. So. Dann können wir das dann noch eintauschen. Es ist halt, ihr seht ja, wir brauchen unheimlich viel von diesem Pool. Wir sind jetzt gerade bei 949. Wir brauchen ja viel, viel mehr. Das Problem ist, wie gesagt, die werden sich da raus teleportieren. Ich kann ja mal die Chickens hier reinpacken. Ich kann im Moment noch nichts mit anfangen. Ich weiß auch nicht, wie ich die züchte oder was da passiert. Ich kann hier hinten noch weiter raus. Ach, oben sieht man es übrigens. Seht ihr das? Wenn ein besserer Kontrast ist oben. Slime Ranger Pre-Alpha 022. Guten Tag. Ich würde jetzt ungern noch mehrere von denen holen. Ich hole jetzt erstmal Möhren. Hier ist noch Under Construction. Da ist noch eine Frucht. Ein bisschen Poo. Nehmen wir alles mit. Wir saugen sie ein. Okay, die passen nicht, wie ihr seht, denn mein Wack hier, mein Sauger ist voll. Mehr haben wir nicht, oder? Können wir den Baum noch? Ja, ist gut, ist gut. Ich nehme dich nie mit, keine Angst. So, haben wir hier noch irgendwo Gemüse? Ah, da ist noch... Was ist hier? Eine Kiste, oder? Und geht die kaputt? Ah, siehst du? Oh nein! Dich hole ich. Du hast den Hahn gegessen! Du Vieh! Ich wollte den Hahn, um zu züchten! Ich glaub's nicht. Da müsst ihr halt aufpassen. Die Viecher fressen halt alles weg. Okay. Also die fressen sich hier durch und. Es war in einem Testspiel so. Oh. Da hinten gibt es einen Mega-Blob. So einen habe ich auch schon mal gesehen. Es war in einem Testspiel so,
Früchte. Nein, langt nicht. Dass die praktisch sich aus dem Gatter rausgekatapultiert haben. Oder auch sind noch Hühnchen. Nein, 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 nein. Bitte. Bitte. Wie komme ich hier hoch? Guten Tag. Na? Süßer mit Ohren. Die haben sich am Testspiel praktisch über die Mauer rüber katapultiert und haben mir meine komplette Hähnchenfarm gefressen. So, so. Das sind die Nester, die kann ich nicht mitnehmen. Ich bringe euch später wieder, eure Mama. Ich muss sie nur erstmal züchten. Da hinten. Guten Tag. Da gibt es noch blaue Blobs, Slimes. Ist natürlich ein Spiel für meine Zielgruppe, ne? Also. Ich mag das Spiel. Warum mag ich das Spiel? Nicht, weil es pink ist, das ist mit Sicherheit nicht, aber irgendwie ist es interessant. Und es ist so schön rund. Also es ist jetzt nicht irgendwie so die Menüs stimmen und so weiter. Und ja. Ihr könnt das Spiel pre-ordern. Wenn ihr jetzt fragt, wo kriegt ihr das Spiel her? Auf der Webseite von den Entwicklern könnt ihr das Spiel pre-ordern. Link findet ihr in der Beschreibung. Dort gibt es einen Link. Und hier jetzt füttern. Ich müsste aber die noch ein bisschen füttern. Ein Link und ein Humble Bundle Widget. Und dann könnt ihr... Ich werde jetzt erstmal hier die Früchte reinhauen. Dann könnt ihr das Ganze, glaube ich, für 18 Euro oder so pre-ordern, wenn ihr Lust habt. Wann das Spiel rauskommt, weiß ich nicht. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Lass mich da erstmal... Wir haben den... Ah, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Unsere Kanone ist voll mit... Nein! Nein! Okay. Junge, komm mal mit. So. Wir haben schon wieder rausgeschleudert. Mann! So. So, ich muss mal den Poo wegbringen und dann können wir uns da noch ein paar Punkte holen. Ich würde nämlich noch gerne den Käfig ein bisschen höher machen. Können wir das eigentlich schon? High Walls. 300! 300. So, einmal durchgekehrt. So, haben wir noch was? Haben wir nicht. Packen wir die Slimes wieder aus. So, wir müssen halt aufpassen, wenn das Ding zu voll ist, machen die Flucht. Und jetzt hauen wir wieder den Poo hier rein und dann... Okay, ich würde jetzt mal die Mauer höher machen, dann können wir den einen... High Walls. Purchase. Aha! Da haben wir schon jetzt ein bisschen mehr, jetzt können wir auch noch mehr einsammeln und können noch ein bisschen mehr sammeln. Was ist hier eigentlich? Ein Jetpack für mich. Keep your heart in the clouds with amazing personal jetpack. Es gibt Dashboots. Okay, mehr Sprinten. Ah, wir spucken. Okay, es gibt praktisch als Erweiterung für unser Jetpack, für unser Leben. Ich weiß gar nicht, was uns bedroht. Wir können ja mal ins Bett gehen und jetzt eine Runde knacken. Sleep until morning. Guten Morgen! Wir sind auf unserer Ranch. Ein neuer Tag beginnt hier. Tag 2. Oh. So, jetzt haben wir genügend Früchte. Jetzt werden wir die mal da reinhauen. Guten Morgen, Fütterungszeit! So, jetzt kann ich auf jeden Fall noch mehr holen. So. Jetzt erst die Slimes wieder. So, dann werden wir den Poo umwandeln. Glorpaddler. Mhm. Okay. Garten hätte ich gern noch. Das machen wir beim nächsten. Was kostet uns der nächste Garten? 250. Ich würde... Was machst denn du hier? Gehen wir da rein. Wir werden jetzt noch ein bisschen Slimes besorgen. Guck mal, hier sind doch wieder eine ganze Menge. Die hauen wir nochmal da rein.
Und können wir gleich die Möhren besorgen. Wir können auch verschiedene Sorten und man kann irgendwie Schleime kreuzen, so habe ich das verstanden. So, und hier noch. So, wunderbar. Dann bringen wir die erstmal rüber und somit neue Schleimkreaturen erzeugen. Musik aus. Still, jetzt geht's weiter. So. So, jetzt bringen wir erstmal den Puh wieder weg. Okay, das war's. Ich hätte gerne einen Garten, aber das reicht doch nicht von 250. Ich muss mal ein paar Möhren ein... Seht ihr? Ausbruchsversuch der Schleimis. Ihr Jungs! Ihr seid gar nicht so blöd, aber... So. So, mal schön essen. Wenn ihr hier Ausbruchsversuche macht, ihr seid echt... Ja, ihr seid so niedlich. Aber auch gewitzt. So, jetzt habe ich nicht eine Möhre übrig gelassen. Jetzt sammle ich sie mal wieder ein. Oh, oh. So, so. Alter. Jetzt aber gut. So, jetzt müssen wir wieder reinschießen. So. So, dann bringen wir den Puma weg. Ich würde uns noch einen zweiten Käfig machen, um eine andere Sorte Slimes mal zu besorgen. So. Dann machen wir einfach noch eine Ranch hier hin. Und zwar am besten... Wir machen eine Hühner-Ranch. Ein Kopf. Ja, wir machen einen Kopf. Achso, die haben wir ja schon da drin. Brauchen wir nicht reinsetzen. So. Könnt ihr Möhren fressen? Oh, ich habe, glaube ich, mit der Möhre... Und ihr? Jungs, ich habe es gesagt, Ausbruchversuch ist nicht. Naja, die probieren es immer wieder. So. So. Holen wir nochmal ein paar andere. Beziehungsweise, vielleicht haben wir noch ein paar Hähnchen. Noch mehr da reinzumachen, halte ich für gefährlich, sonst hauen die nämlich gleich ab. Möhren sind gewachsen. Muss man kurz... Ganz kurz nur mal hier ran. Okay. So, den lasse ich mal... Was macht ihr hier? Invasion der Pink... Wir brauchen erstmal Geld, um diesen Garten noch zu erweitern. Denn wir sind ein Rancher. Ein Slime-Rancher. So, was haben wir? Sieht so aus, als würden die mich angreifen wollen. Grundaggressives Zeug. Würde gern an das Puh noch ran. Den Hahn würde ich gerne mitnehmen. Warte mal, das hauen wir weg. So, den nehmen wir mit. Guten Tag. So, da hauen wir mal ab, weil ich glaube, die wollen mich verletzen. Zumindest haben sie ja beschleunigt in meine Richtung. Diese mit den Dornen. Sonst würde das auch mit der Lebensenergie meiner selbst keinen Sinn machen. So, wilde Möhren. So, den nehmen wir noch mit. Das wird noch nicht lang, oder? Wir hauen mal den Hahn hier rein. So. Ja, aufgeregt. Paarungszeit. So, oder bist du ein anderes Huhn? Macht ihr kleine Hühner? Oder muss ich euch die Kleinen dazu holen? Die Kleinen sind aufgewachsen, das waren die Mini. Gell? Okay, dann hauen wir denen mal die Früchte um die Ohren, Karotten.
So, Fütterungszeit. Was ist hier? Okay. Das geht wohl nicht. Da müssen wir noch ein extra Dings machen. Ja, es tut mir leid. Ich muss an die... Ach, wir haben Pink Blood. Okay. Vermehren die sich eigentlich auch, wenn ich sie fütter? Ich weiß es gar nicht. So. Ah, nein, es langt nicht ganz. Ich würde doch gerne noch einen Garten machen. So. So. Gucken, ob es jetzt langt. Da können wir vielleicht noch einen Garten mit der Möhre ansetzen. Das langt zweimal. Garden. Purchase. Und dann machen wir dann eine Möhre rein. Achso, geht nicht. Okay, Möhren, Früchte. Sehr gut. Und dann kriegt ihr die letzten Möhren. So. Und wie sieht's hier aus? Schon Baby-Chickens? Ist das etwa Paarungszeit? Kämpft ihr oder liebt ihr? Man weiß es nicht. So, wir gucken nochmal, ob ich noch ein bisschen Viecher besorgen kann. Ich versuche mal so ein... Oh ja, sehr gut. So. Die nehmen wir auch noch mit. Die nehmen wir auch noch mit. Immer noch mehr. Ich würde halt gerne auch einen anderen Käfig machen, wo man noch Stachelviecher sich gefangen hält. Okay. Sehr gut. Oh. Heartbeat. Eine besondere Frucht haben wir gefunden. Also, ich glaube, wir brauchen noch... Eigentlich brauchen wir noch mehr Früchte. Denn unten gehe ich erstmal nicht hin. A, greifen sie mich an. Und B, habe ich noch kein Gatter, um die mit den Stacheln... zu züchten. So, euch lasse ich mal frei. Gut, ich könnte natürlich welche in der Kanone... Ach, weißt du was? Ich hole noch so ein Stachelvieh. Noch was gewachsen? Nö. Ich hole... Geh mir aus dem Weg! Die Musik ist natürlich sehr entspannt. Ich versuche mal so ein Stachelvieh einzu... Okay. Du passt da nicht rein. So einen kleinen blauen. Oh, hat er den gefressen? Mist. Hat er, glaube ich, gefressen. Ich hätte gerne so einen kleinen blauen gehabt. Ist da drüben. Na ihr? Oh. Ein wildes Nest. Guten Tag. Ich könnte mal Wasser einsaugen. Nehmen wir noch die Möhren mit. So. So, lass mal lang. Ihr seht also, es geht immer weiter. Wir züchten praktisch alles mögliche an Viechern, können Slimes zusammenbringen. Keine Ahnung, warum mich das Spiel so fasziniert. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis hier noch geschaut habt und habt nicht gedacht, der Minas ist völlig bescheuert, mit pinkfarbenen Slimes rumzuspielen. Könnt ihr mal eure Meinung reinschreiben. Interessiert euch sowas? Ich finde es ganz cool. Aber ich habe natürlich auch so, die drei Dinger da rein. Und dann bringen wir das Plurt noch da oben hin. So. Aber mich fasziniert es halt irgendwie. Ich kann auch nicht beschreiben, warum das so ist. 190 haben wir jetzt. Sind die Früchte schon reif?
Ja. So, das heißt, es ist Fütterungszeit. Und hier oben haben wir noch ein paar Möhren. Wir füttern erstmal die. Und diese Hart, das sind, sehen aus wie... So. Fütterungszeit. Komm, ihr kriegt noch ein paar Möhren. So, absaugen. Dann können wir vielleicht noch ein Beet anlegen mit diesen Herzpflanzen. So. So, habe ich einen Halbsatz beendet? Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ich finde es ganz witzig. Und ich könnte mir vorstellen, auch noch ein bisschen mehr zu machen, außer die kleine Angezockt-Folge. So, ich weiß nicht, warum ich in der Nacht überschlafen sollte. Ich würde sagen, ihr seht ja, worauf es jetzt hinausläuft, aber ich werde mir jetzt mal ein Jetpack kaufen, für immer, was wir das gebrauchen können. Personal Jetpack, Purchase. Und wie aktiviere ich das jetzt? Ah, ich kann so ein bisschen schweben. Aber woran sehe ich denn? Wahrscheinlich auch die Ausdauer, wie ich sprinten kann, oder? Ah ja. Ich habe ein Jetpack. Okay, ich kann ein bisschen länger schweben. Naja, gut. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal von meiner kleinen Slime Ranch. Und ihr schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare. Und mal gucken. Ich finde das Spiel schon relativ fertig. Auch wenn es das überhaupt nicht auf Steam gibt, sondern einfach nur so ein Prototyp ist. Finde ich, hat das Spiel schon irgendwie eine kleine Faszination. So ein bisschen Tamagotchi-artig oder sowas. Eine gute Nacht hier von meiner Slime Ranch mit den kleinen, süßen, pinken Slimies. Und vielleicht sehen wir uns ja zu der einen oder anderen Folge wieder. Wer weiß es. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.